In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man im Flächenregister eine Bodenbearbeitung bucht. Dazu gehen Sie runter in die Flächenliste, markieren die Fläche, für die eine Bodenbearbeitung stattfinden soll und klicken entweder auf Aktion ausführen, Tätigkeitsbuchung erfassen oder alternativ auf die drei Punkte neben der Fläche und hier auf Tätigkeitsbuchung erfassen. Oben stehend können Sie den Beginn und das Ende der Tätigkeit festlegen. Hier sind Sie frei, die Bodenbearbeitung sowohl rückzudatieren als auch vorzudatieren, je nachdem, ob sie schon stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Bei den Anbauschlägen können Sie noch weitere Schläge hinzufügen, falls Sie bei dem gleichen Termin mehrere Schläge bearbeiten möchten. Sie klicken hier einfach in das Feld und können noch weitere Schläge hinzufügen, die in diesem Dropdown-Menü vorgeschlagen werden. Anschließend klicken Sie auf Art der Tätigkeit. Hier die Bodenbearbeitung auswählen und die beiden Felder ausführende Person und Bemerkung sind für Ihre persönliche Dokumentation gedacht. Unten stehend nun auf Nächste klicken und hier kann die Art der Bodenbearbeitung festgelegt werden. Diese ist in verschiedene Kategorien eingeteilt, in die Grundbodenbearbeitung, Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung und dort in verschiedene Bearbeitungstiefen. Wir haben vor zu pflügen, deshalb wählen wir hier die Grundbodenbearbeitung wendend klassisch aus und haben hier noch die optionalen Felder Art des verwendeten Gerätes, falls ich das spezifizieren möchte, und die entsprechende Arbeitsbreite. Ich habe nun meine Auswahl getroffen und klicke oben auf Speichern und somit ist die Bodenbearbeitung gespeichert. Es kommt nun noch der Dialog Beendigung Anbauschläge. Da wir eine neue Kultur anlegen möchten, klicken wir auf Nicht beenden. Die Schaltfläche Beenden und Folgeanbauschläge erstellen ist besonders für die Fälle interessant, wo ich aus verschiedenen Gründen, beispielsweise höhere Gewalt, eine Kulturart entfernen, beispielsweise unterpflügen muss, weil ich sie nicht mehr ernten kann. Dann wird in diesem Fall die Geometrie bereinigt und es kann eine neue Aussaat stattfinden. In allen anderen Fällen wird der Anbauschlag nicht beendet und somit ist die Buchung vollständig. Falls Sie weitere Fragen rund um das Thema Portia haben, stehen wir Ihnen mit unserem Portia Support Team im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, kurz TLLR, gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns über die Hotline 0361 574014 mal die 3 sowie per E-Mail unter portia.post@tllr.thüringen.de.